Moin Moin und willkommen zu CatDog. Ich wollte kurz ein paar Sachen erzählen. Vergesst es, wir haben erstmal andere Sorgen. Hä? Da! Hi! Bist du im Haus? Nein, bist du nicht. Virginia! Ja, hallo! Ich hab da was! Oh, das interessiert sie einfach nicht! Ah! Ist sie jetzt einfach weggegangen? Was ist denn mit dir? Oh, wir waren beim letzten Mal dran stehen geblieben, was Treppenbauort angeht. Es ist absolut eskaliert. Das war wieder der Moment, wo ich von diesem Bausystem nicht wirklich überzeugt war. Ist ein bisschen nervenaufreibend. Ich meine, ich habe schon einige Bausysteme erlebt, die auch nervenaufreibend waren. Aber das hat mich schon ein bisschen an die Grenzen gebracht. Ich zeige euch gleich mal das Ergebnis. Nach der letzten Folge nämlich ging das mit dem Aufräumen relativ gut. Ich werde nur einmal Kelvin greifen und ihm wieder die Aufgabe geben, Holz zu holen. Ich habe tatsächlich unser gesamtes Material verbaut. Nur um es halbwegs wieder gut aussehen zu lassen. Also diese eine Treppe hat uns alles Holz gekostet. Mal abgesehen davon, dass ich ein paar Stämme verschwendet habe, will ich jetzt mal gar nicht abstreiten. Aber ich habe die Tore schon alle offen. Da werden wir Kelvin gleich losjagen. Hi. Du holst Stäbe und Behälter füllen. Genau, weil wir werden heute auf Tour gehen. Und wenn wir wieder da sind, würde ich hier gerne ein bisschen noch was bauen können. Und deswegen die Tore offen lassen. So, hier, die Treppe kennen wir. Ich habe es unten tatsächlich wieder dicht gekriegt. Und jetzt hier ist unser Treppenhaus. Und hier oben drüber habe ich schon eine Dachkonstruktion angefangen. Weil es ist ja ein bisschen blöd, wenn es hier jetzt hier so reinschneit. Und dann werden wir hier die Konstruktion noch fortsetzen und haben dann hier eine etwas kleinere Dachterrasse. Kommen dann aber quasi von unserem Innenraum auf unsere Seilbahn rüber. Und dann werden wir hier wieder so einen Zaun rumziehen, so wie wir das schon angefangen hatten. Ich habe auch den mit verbaut, damit das hier wieder... Ja, absolute Katastrophe. Das ist so. Ja. Aber letztendlich werden wir uns jetzt heute um den Bunker kümmern. Um den einen, den wir da jetzt schon gefunden hatten. Und zwar habe ich mir auch da was überlegt. Und zwar... Ich habe zwar die Seilbahn da jetzt schon relativ nah rangebracht, aber wir haben unterwegs einen Gleiter, haben wir doch gefunden. Warum sollten wir nicht den Gleiter verwenden? Also, ein Grund fällt mir ein. Ich bin unfähig, ihn zu benutzen und wir sterben. Das finde ich wäre ein sehr naheliegender Grund. Aber wir werden uns mal überraschen lassen. Wir müssen erstmal oben ankommen. Ich bin so froh, dass wir diese Bahn haben. Auch wenn die echt so viel Zeit gekostet hat, das war schon nicht mehr feierlich. Aber, oh cool, warte, hier kann ich mal looten. Ich hätte nichts, wenn ich nochmal Granaten finde oder so. Da waren zumindest noch keine bei. Oben an der Absturzstelle werden wir nochmal absteigen auf jeden Fall, weil da gibt es hoffentlich Granaten. Ich habe ja doch relativ viel verbraucht in letzter Zeit. Ja. Also so viel dann zum Plan. Wir machen uns heute auf den Weg zum Bunker mit Gleiter. Moment. Und dann gucken wir mal, wie das danach weiterläuft mit dem Bunker. Ja, ich glaube, dass wir storytechnisch dann wahrscheinlich kurz vor Ende sind, wenn wir nicht sogar am Ende sind. Und rein vom Bauen her sehe ich da jetzt gerade auch nicht mehr so viel, was ich jetzt, wo ich noch richtig Lust hätte, das zu tun. Wir werden das Haus noch ein bisschen schicker machen, also ein bisschen mehr Beleuchtung, ein bisschen mehr Lagerfläche. Und nochmal zwei Betten für Virginia und Kelvin. Einfach, damit es etwas
gemütlicher aussieht und wir quasi alle drei dort schlafen können. Wahrscheinlich werden es die nicht nutzen, aber ich fühle mich ein bisschen besser, wenn ich sie zumindest zur Verfügung gestellt habe. Unser Verteidigungswall ist fertig, also die Verteidigungsmauer ist fertig. Die Tore funktionieren. Wir haben eigentlich keine wirklichen großen Gefahren mehr, von denen wir uns in Acht nehmen müssen. Entsprechend sind wir auch da sehr gut aufgestellt. Also letztendlich wollte ich damit sagen, so langsam ist die Luft raus bei mir. Also es gibt noch so ein paar Punkte, auf die ich Bock habe, die werden wir jetzt definitiv auch noch machen, aber da werden keine 20 Folgen mehr draus werden. Wahrscheinlich eher so 5. Außer es gibt noch 5 weitere Bunker, dann wären es doch nochmal 20 Folgen. Aber oh, wartet. Zeitzünder. Ich baue lieber mal Zeitzünder. Moment. Was brauchst du noch? Kleingeld. Braucht man Kleingeld? Moment. Ich weiß nicht, wo mein Geld da ist, Geld. Ja, gib ihm! Okay, das wird reichen. Gib ihm. Mach mal. Weil Granaten oder Zeitbomben, das nimmt sich jetzt nicht viel. Und wenn wir eh genug C4 haben, ich glaube, wir können gar nicht genug Zeitbomben lagern. Das ist, glaube ich, das Problem. Aber geil ist es. Voll. Ja, siehst du, schon ein bisschen voll. Aber ich kann die 2 nochmal mitnehmen. Weil sollten wir nochmal auf größere Kämpfe oder so stolpern? Warte mal, das kann ich essen. Dann ist es ja relativ gut, wenn wir auch Sprengstoff dabei haben. Für das hat uns in der letzten Höhle eigentlich ganz gut geholfen. Apropos letzte Höhle. Ist mir eigentlich ein Tag, nachdem ich die aufgenommen habe, die Folgen dazu, aufgefallen. Ich habe ein bisschen Patchnotes gelesen. Diese Höhle, die wir da gemacht hatten, war zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufgenommen habe, erst 2 Tage alt. Sie war vorher gar nicht im Spiel. Die Golden, also in den Patchnotes stand sowas drin. New Cave, where the Golden Armor is located now. Also so jetzt mal ganz grob aus dem Gedächtnis. Letztendlich eine neue Höhle, wo jetzt die Goldene Armor platziert ist. Heißt ja für mich irgendwie, dass die Goldene Rüstung vorher woanders war oder vorher nicht existiert hat. Da ich aber schon den Hinweis bekommen habe, dass ich die fürs Endgame brauche, wird sie schon vorher existiert haben und wurde dann einfach nur von wo auch immer sie vorher war, in diese Höhle gepackt sein. Fand ich ganz cool. Das wäre kaum was drin, ohne unbewusst direkt dran waren. Weil, als wir rausgegangen sind aus der Höhle, das ist der Moment, wo ich stutzig geworden bin, das, wo dieser Thron mit der Leiche drauf war, in dieser Höhle, ich könnte schwören, wir waren da schon 2-mal drin. Ich habe meine Aufnahmen durchgeguckt. Wir waren da auch drin. Den Weg, den da gab zum Tauchen, gab bis zu dem Zeitpunkt nur noch nicht. Auch die Höhle, wo wir drin waren, die große, auch da waren wir schon drin. Da war nur der komplette hintere Teil noch nicht existent. Da war vorne das Boot drin. Ja, das hier ist so die große Sicherheitslücke, die ich noch habe. Nichts, das finde ich. Also, man überlebt. Aber schön ist das halt nicht hier. So, das nochmal zum Thema dazu. Ja, letztendlich waren wir ziemlich up to date, würde ich mal sagen, mit der Höhle. Fand ich ganz geil. So. Hab ich das jetzt eigentlich Rüstung gekostet oder nur live? Muss mal gucken. Letztendlich, wir haben ja schon so einige wieder an Mutanten erlegt. Also ich hatte auch Bock, hier oben was zu bauen, aber... Nee. Ich habe mich dann da doch jetzt erstmal dagegen entschieden. Auch wenn es mega geil ist, vor allem, dass wir es hier angeschlossen haben. Vielleicht wird das hier nochmal ein Projekt für später oder für den Stream, ich weiß nicht. Weil dieser See ist einfach wunderschön. Oder für eine Staffel 2. Auch noch eine Option. Aber der See ist einfach wunderschön mit diesem Wald drumherum. Auch wenn ich da das Problem hätte, wenn ich da jetzt wieder so ein schickes Haus draus baue, hätte sich das mit dem schicken Wald erledigt. Bis
jetzt hatten wir noch nicht das Vergnügen, dass irgendwas nachgewachsen ist. Naja. Guten Tag. Sie haben Dinge für mich. Okay, ich habe keinen Platz für Ihre Dinge. Ist vollkommen okay. Gut, dann esse ich den halt. Kein Problem. Habt ihr auch noch ein Energy-Ding versteckt? Oh, Pillen. Oh, sehr schön. Die nehme ich. Was? Nicht speichern. Pillen. Ach komm. Schieb rein. Bisschen überfüttert, aber passt schon. So. Ist hier noch ein Energy-Ding rumliegen? Oh, noch mehr. Oh, Muni. Oh, sehr schön. Ah, gut. Wir können aber eigentlich auch speichern. So. Erledigt. So, ich habe auch keine Ahnung, wie der funktioniert. Aber ich meine, ich muss nur eine gewisse Fallhöhe erreichen. Und dann macht er das automatisch. Whoop. Okay, ich glaube, das war's schon. Woohoo! Ja. Wir arbeiten dran. Woo! Oh. Ah! Ja, geil! Ich bin in der Höhe sogar ziemlich konstant, oder? Wie gut! Okay, der Gleiter ist geil. Nur mal sehen, dass wir damit auch noch zu dem Bunker kommen. Kelvin ist ja beschäftigt, lang genug. Warte mal, kann ich? Jo, ich kann! Oh, das ist direkt der See. Wie gut! Ey, wir drehen aber eine kleine Runde länger als Not tut. Wie geil ist das denn? Genießt die Aussicht. Das wäre jetzt der Moment für Third Person, ein bisschen umgucken. Also, was ist das da rechts? Ach, das ist meine Seilbahn. Ach, ja natürlich, die geht jetzt den See runter. Wie entspannt man damit von A nach B kommt. Boah. Ha. Okay, das macht mich gerade wieder ein bisschen glücklich. So. Kann ich Geschwindigkeit aufbauen, wenn ich runtergehe? Allerdings, wir verlieren quasi wirklich keine Höhe. Also so vom Gefühl her, ist das eine relativ bequeme Variante zur Fortbewegung. So. Bunker. Da irgendwo. Geil. Ah, vor allem, wir haben jetzt Winter, jetzt könnte ich die Seilbahn hier über den See ziehen. Egal. Oh, es ist ab nach unten. Whoop. Geil! Und hochziehen! Woo! Da ist der Bunker. Oh, gibt's Fallschaden? Wir werden sehen. Nein. Nur Besuch. Ah, lass mich in Ruhe. Alter.
Was für ein Empfangskomitee? Wie viel einfach los ist! Wisst ihr noch, als ich nett zu denen sein wollte? Wie genervt ich mittlerweile von denen bin? Merkt man das? Bestimmt, oder? Wie viele? Das ist aber das, was ich auch meinte das letzte Mal. Es ist unglaublich, wie viele hier sind. Wie viel Muni habe ich denn überhaupt noch? Hau ich die jetzt alle raus? Wie dumm ist das? Ah, das ist sehr dumm. Ich habe hier noch meinen Bogen. Weiß nicht, dass ich damit treffe, aber... Okay. So, rein theoretisch sind wir schon mal da. War ein interessanter Flug mit dem Gleiter. Wir gehen ja mal rein. Bup. Beziehungsweise... Ich werde jetzt überlegen, ob ich nochmal einen Schnitt mache und die Seilbahn jetzt einfach über den See ziehe, aber nein. Wir gehen da jetzt rein und haben Spaß. Oder sterben grausig. Wir werden sehen, was passiert. So. Ich nehme lieber die Taschenlampe. Wir haben ja nämlich wieder Batterie. Und die Axt. Speichern nochmal. Okay, wird bestimmt witzig. Wupp. Ist dich hoch? Lass die Batterie gleich leer von dem Ding. Aber wir haben hier ehrlich gesagt auch genug Licht gerade. Und ich meine, in der Anlage selbst war auch genug Licht. Hallo? Okay. So ein bisschen aufgeregt bin ich. Naja, die Bots. Ich hoffe mal, die kommen mit Blut klar. Ich guck mal ganz drauf, was unsere Rüstung angeht. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Mutantenrüstung da. Jo. Ah. Drei Stück. Naja. Ach Gottchen! Was sagt unsere Schrotflinte? 14 Laufgeschoss? Ah, das ist nicht viel. Das heißt, ich würde jetzt mal kurz tatsächlich versuchen, ein bisschen zu sparen, um mit Pfeilen zu arbeiten. Das sage ich jetzt noch. Bis wir aufs Maul kriegen, dann nicht mehr. Ich habe dich gesehen. Sich nicht. Ja, sein Pech. Und ich treffe nicht. Das ist mein Pech. Und jetzt triffst du mich auch noch. Sausack. Nee. Okay, doch. Und ich will Munition sparen. Warum mache ich so einen Scheiß? Tja, guckst doof, ne? War geplant. Ich hab nur verunsichert gewirkt, ja? Schande! Ich bin mir nicht sicher, ob Pfeil und Bogen vielleicht die richtige
Variante ist für die hier. Das Gute ist, ich krieg meine Munition wieder. Oh, was ist das? Noch eine Pistole. Oh, cool. E-Mail. Preliminary Findings. Preliminary? Okay, ist das das komische Erz? Aber ich finde es gut, dass es hier nochmal eine zweite Pistole gibt. Für die Leute, die es bis hier noch nicht gefunden haben, die können sich hier eine mitnehmen. Hallo? Ich wollte nur schauen, ob sie noch lebt. Wäre die Antwort ja gewesen, wäre sie jetzt erlöst. So, die nehme ich auch nochmal wieder mit. Also meine Pfeile. Ah, wie habe ich den Hintergrund schon mal gesehen? Ey, Martine! Ich höre noch so einen. Ich höre ihn hier atmen im Hintergrund. Noch eine E-Mail. Safe in Cube. Further studies show that our hypothesis may be correct and that the subjects in question are safe inside the cube. Okay. Och, die nehme ich. Ah, Munition! Noch ein Pfeil! Wie kam der denn dahin? Wie viele Pfeile habe ich denn eigentlich mit dem Pfeil? Wieder? Oh, 17. Ja, also wenn diese Gegner einzeln kommen, würde ich erstmal bei den Pfeilen bleiben. Würde mir meine Schrotflinte hier tatsächlich mal anfangen zu sparen. Wir haben sie doch sehr exzessiv benutzt in letzter Zeit. Das muss ja nicht sein. Komm ich hier rein? Nee. Das kann ich aber looten. Hä? Die E-Mail. Hä? Scientific Data. Aha. Okay. Hey! Ist der die Tür abgehauen? Was soll das? Ich habe hier 17 Pfeile, die gerne in dir stecken wollen würden. Wobei, ich will nicht in dir stecken, glaub mir. Geht weg! Ach, Mehrzahl! Geht weg! Verrückter Axtmörder! Entschuldigung. Okay. Ich weiß nicht, was gerade bei mir los ist. Hier, ich hätte auch gerne deine Eingeweide. Also das könnte jetzt rüstungstechnisch so ein gutes Geschäft gewesen. Ey. Ha? Ich hab doch geblockt. Ja. Okay. YOLO! Fassung bewahren bitte. Wir sind hier in einem ernsten Display. Von dem Typ da vorne hätte ich gerne meine Pfeile wieder. Einen hat eben geschossen? Ja.
Gucken wir gleich mal, wie viele von unseren 17 Teilen wir noch haben. Wir ziehen uns natürlich wieder Fisch mit Gedärm an, erstmal. Boah! Wir haben Flussgeschäft gemacht jetzt bei denen hier. Sauber! 16. Ein Pfeil ist weg. Ich könnte hier verschossen haben vielleicht. Ach, da! Wupp. Hallo, Baby. Hallo, anderes Baby. Hallo, nächstes Baby. Noch eins? Was ist das? Butter. Das vielleicht? Was kann sein? Wir essen mal was. Wow! Muss mir diesen Putter gleich mal angucken. Was da? Golfball! Ah, schön! Oh ja! Gib! Gib! Ja! Aber die Golfbälle, sehr schön. Und noch ein Drucker. Der ist sogar befüllt. Oh Leute, der ist voll. Wie viel habe ich von den Dingern? Techmesh? Dann lass uns doch noch mal mehr Rüstung auf Vorrat machen, oder? Ja. Nice. Bild ist ziemlich hübsch. Also, falls uns die Botanenrüstung ausgeht, ne? Können wir uns ganz entspannt davon nochmal welche machen. So, eine können wir noch. Oh, hier ist noch eine E-Mail. Hey, good news. We have managed to find both the clubs and the golf balls. We want to thank you for all your help and if you are ever out on the links, let's back with... Oh Gott, Entschuldigung. Das war jetzt richtig schlecht. Ja. Ich schäme mich. Oh, gib her. So, wir haben irgendwie jetzt... Butter ist sehr schnell auf jeden Fall. Aber ich werde jetzt hier nicht in diesem Bunker anfangen, mit dem Butter zu schlagen. Okay, das sage ich jetzt. Soweit wir einen einzelnen kleinen Gegner sehen, werde ich das wahrscheinlich trotzdem machen. Einfach aus Prinzip. So, nächster Raum. Oder geht's hier auch weiter? Hier liegen Steine. Ist okay. Hab ich dabei. Ich höre ein Radio! Wir kommen her. Geil! Hm.
Mach ich im Real Life immer auch so, wenn ich ein Notebook sehe, mit der Axt draufschlagen. Money. Schade. Ja, war eine Mikrowelle. Jetzt hier geil. Ein roher Fisch. Ja, den sollte ich vielleicht nicht direkt essen. Nur der rohe Fisch, warte mal. Könnt ihr doch nicht einen ganzen Raum hinstellen und da nur einen Fisch reinpacken. Ja doch, könnt ihr, aber... Ich darf dann auch enttäuscht sein. Obwohl, da war Munition drin, das ist okay. Vollkommen okay. Oh, wir sind auch schon wieder bei einer halben Stunde. Also der Bunker wird definitiv ein Mehrteiler. Sind ja jetzt erst angekommen. Ich würde mal sagen, wir machen noch genau hier Schluss. Einfach wechseln in den nächsten Raum. Da vorne sieht es aus, als wenn eine Kontrollzentrale kommt. Wir lassen uns mal überraschen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gerne eine Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.